Hallo und willkommen zurück zu Halcyon 6. Und wir hatten zuletzt hier diese Typen von den Piraten besiegt und werden jetzt wieder, oder die Piraten angegriffen hatten, besiegt. Jetzt werden wir wieder zurückfliegen und mal schauen, was als nächstes ansteht. Ah, ist nicht so gut. Ach, Moment, wir haben jetzt auch. Ne, wir haben nicht. Uns fehlt noch Material. Ja. Die fliegen dahin. Jawohl. Fuel. Mhm. Darüber. So, da sind wir angekommen. Und im Endeffekt können wir jetzt auch nur hier Zeug bauen. 150, ja. Und dann können wir hier mit Dark Matter. Machen wir hier mit. Zeugs holen. Da brauchen wir überall Level 10 für, ja. Und der wäre halt noch ready. Den könnten wir hier lang fliegen lassen. Andererseits kann der das jetzt... Ja, wahrscheinlich ist es sogar sinnvoller, wenn der das macht. Schick mal den los. Jawohl. Wie lange ist denn der Dings noch beschäftigt? Noch 7 Tage. Ja, okay. Dann fliegen wir noch ein bisschen. Mhm. Jawohl. Da runter. Ist auch fast voll. Gut. Ja, das kann eigentlich alles der andere einsammeln. Fliegen wir erstmal eine Runde zurück. Mhm. Also aber auch so wenig, dass sich das eigentlich kaum lohnt. Mhm, 500 Material. Noch 5 Tage. Na gut, was soll der jetzt in der Zwischenzeit machen? Da geht ja nicht viel. Der kann jetzt eigentlich nur abwarten. Oder halt mal eine Drohne bauen, aber es kostet 7 Tage. Das will ich eigentlich nicht. Ja, einfach abwarten.
Oh, 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 okay. Da ist gerade was neu gekommen. Die kommen zuerst zu mir. Das heißt, die werde ich dann auch erstmal abschießen, wenn sie ankommen. Jetzt haben wir natürlich ihn auf im Flug. Die sind nicht besonders stark. Die schon. Sollten wir vielleicht den zurückholen? Naja. Dann könnte sie in der Zwischenzeit wieder weiterfliegen. Ratio irgendwas. Das ist genau dahin. Regulus. Das ist dort. Okay. Ja. Nach Hause. Das war die, also ich kann das direkt weitermachen. Ach so, ne, Moment. Er ist ja im Moment auch noch da dran. Aber bis der andere zurückgeflogen ist, doch, dann macht sie das jetzt. Er macht nix. Ja. Wobei eventuell auch einfach noch da drei. Dauert nur zwei Tage. Macht er das gerade noch? Denn so lange dauert es auch, bis er zurückgeflogen ist. Okay, der ist gleich da. Das war der Typi. Ja, der kann eigentlich weitermachen.
Schön. Und dann können wir die da angehen. Die ist aber im genau busy. Nehmen wir den. Und dann kann es losgehen. Ach, der ist noch ganz kurz beschäftigt. Dann warten wir das noch ab. So. Jo, also das ist jetzt kein wirklich starker Ball. Engines down. Knallen wir dann gleich die Drohnen drauf. Rums und disabled. Drohnen. Jetzt können wir eigentlich schon alles aufs Heilen setzen. Nach den da unten, der hatte das Ding gar nicht mehr drauf, okay. Das war unsinnig, weil der hatte ja noch den Buff drauf. Naja. Material! So, die fliegen wieder zurück. Dahin. Okay. Reparieren und los geht's. Thank you.
sind auch wieder fast voll. Arium Rovigiati. Und die ist gestiegen. Die Heilung noch weiter verbessern. Boah. Machen wir das. Dann weiter Dark Matter bauen. So, einmal speichern. Dann wird's wieder etwas interessanter. Was war das? Crew Panic ist nicht anwendbar. Quasi nichts machen. Den Halbreach will ich nicht runternehmen, der ist immer zu stark, als man den damit verwenden sollte. Eigentlich ist die Fähigkeit halt nicht besonders gut. Wenn man immer abpassen muss, dass der Dots nur noch einmal tickt und selbst die Ticks, die sind halt so stark von den Dots, dass sich das nicht lohnt, die zu überschreiben. Ja. Heilen wir schon mal ein bisschen. Und dann kommen gleich die Drohnen. So, jetzt würde der noch 100 Schaden machen und damit würde der maximal 100 Schaden mehr machen. Also es bringt halt so wenig. Ich schieße einfach mal dafür ein bisschen Schaden. Das andere ist noch... Ah, machen wir einfach zusätzlich an. Kommen jetzt die Drohnen und die machen jeweils plus 25 und damit nochmal plus 25. Einfach raus damit. Und weg mit dir. Damit haben wir jetzt auch genug, um
das Ding zu bauen. Die nehmen wir auch direkt noch mit. Das waren ja... Ja, die sind zwar ein bisschen stärker, aber wir waren ja noch ganz gut dabei. Dann können wir jetzt das hier erforschen. Und auch direkt bauen. Neun Tage. Das war der hier. Weiterfliegen. Mhm. Die haben auch so wenig Fuel hier, aber da habe ich jetzt gerade gar nichts mehr übrig. Ja, sammeln wir halt das hier ein. Oh, da ist direkt noch ein neues Ding entstanden. Was ist hier oben? Hull Breach. Naja, okay. Die Drohnen habe ich dieses Mal entsprechend nicht. Na, der hier ist damit gar nicht mehr so gut. Mit dem fehlenden Hull Breach. Ship Disable. Ne, nehmen wir den hier. Autsch. Aua. Heilung. Toll. Deaktivieren wir den mal. Na, der sollte gleich die Heilung noch mitbekommen, denke ich. Ja. Ja, machen wir einfach das. Schön. Mach mal den, weil wir nichts Besseres haben gehört.
ne? Und dann ist er auch schon fast kaputt. Jo. Und die sind jetzt etwas zu schwer. Da muss ich erstmal rasten, so gesehen. Ja, dahin. Dafür brauche ich auf jeden Fall die Drohnen. Nehmen wir die noch mit. Okay. Speichern. Hier wieder. Auf geht's. So, damit können die jetzt auch eigentlich wieder nach Hause fliegen. Caden, das war der, den ich... Ja, genau. Der Vierer. Ja, das war auf jeden Fall der größte Fehlkauf, den ich gemacht habe, den Typen einzustellen. Mhm. Ja, was soll ich mit dem ganzen Material machen mittlerweile, wenn ich hier nichts mehr forschen kann? Wir könnten natürlich hier die Sachen einfach noch freischalten. Und wir müssen natürlich auch das... Dafür brauchen wir schon Vierer. Beim nächsten bräuchten wir wahrscheinlich Sieben dafür, um das zu erforschen. Aber hier könnten ja auch die... Offizier-Dings da es nicht forschten, also es nutzt dann auch nicht viel. Kann der auch nicht machen. Naja. Angie ist nach Hause gekommen. Die kann aber ja gerade auch eigentlich nicht viel Sinnvolles tun. Na doch, die könnte hier das einsammeln. Mhm. Direkt weitermachen. Jawohl. Mhm.
Okay, das wird wieder etwas interessanter. Werde ich wahrscheinlich auch mehrere Versuche verwenden müssen. Gut. Inspired. Able, nehmen wir den. Sehr schön. Aber immerhin, bevor die Drohnen dran gekommen sind. Hätte ich noch den anderen Buff starten müssen. Das Ding ist noch aktiv. Machen wir den Sensor. Der weg, der stirbt aber sowieso mit dem nächsten Tick. Ich weiß nicht, ob das danach tickt bei ihm. Ich mach mal nix. Er hat den geheilt. Nicht so gut. Dann zerstören wir den jetzt möglichst schnell. Das reicht leider noch nicht. Dann machen wir trotzdem da drauf. Crew Panic, ja, schalten wir den hier mal aus. Gut. Sehr schön. Dann machen wir lieber mal auf sicher eine Heilung. Der hat sich das runtergenommen. Das heißt, den müsste ich da jetzt wegfokussen. Na, wobei, der ist da auch abgelaufen. Von daher macht es auch keinen Unterschied. Schade. Alles resistet. Aua. Bleibt nur noch der eine übrig.
Autsch. Disabled. Na, eins noch. Ja. Und wir gestiegen. Jo, die können wieder nach Hause fliegen. Ja, also im Grunde könnten wir jetzt beim nächsten Mal hier auch irgendeinen Kram von den anderen Sachen noch forschen. Ich habe ja jetzt so viel. Aha, sehr gut. Da können wir jetzt Tactical den Assassin oder Ranger bauen. Wir nehmen den mit dem höheren Schaden. 2300. Mittlerweile ist das, weil wir so viel Dark Matter bekommen haben, ist das nicht besonders viel. Der hat halt deutlich weniger Hull, weniger Evasion, ist aber schneller und macht halt gut Schaden. Ship Construct. Ich hab doch den da. At least level 7. Ja, passt doch, hab ich doch. Bloß halt nicht in der Basis. Mhm. Gut. Das heißt, die können umrüsten. Der geht raus. Naja, das andere Schiff muss erstmal gebaut werden. Okay. Dann können wir hier mal... Na, wobei, da können wir das Schiff auch direkt verbessern. Wir sind jetzt am Bauen. Den Ranger.
Jetzt könnten wir ja hingehen, weil den werde ich auf jeden Fall noch eine ganze Weile dann verwenden. Ranger Stinger Upgrades. Plus 5 Speed, plus 5 Evasion. Stalker Upgrade. Plus Aim und plus Damage. Ja, das klingt doch gut. Das kann der dann machen. Das ist alles nur für Dark Matter. Da haben wir sowieso genug für von. Sehr schön. Dark Matter. Das kann dann er hier machen. Fuel Efficiency. Damit könnten wir schneller werden. Kostet ja auch nur das. Also können wir das auch mal gerade machen. Ja. Das sieht doch wieder alles ziemlich gut aus. Da kommen wieder neue Gegner. Aber die werden sich jetzt erstmal gedulden müssen, bis ich die abschieße. Auf den hier kommt es jetzt nicht unbedingt an, aber... Moment, was haben die denn? Den könnte man zur Not auch mit zwei Leuten platt machen. Boah, dauert aber auf jeden Fall... Ja, gucken wir mal, dass die beiden fertig werden. Mhm. Zwei, zwei. Ich würde dafür sechs brauchen. Ach so, zehn, ja, okay. Commander Shuttle arrived from... Ah, what was destroyed by bombardment at the approach. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Aber können wir auch nichts ändern. Aha. So. Show Location, das war die erste. Dann sind die anderen beiden auch gleich fertig. Jawohl. Die sind noch am Bauen, aber so lange will ich da auch nicht warten.
Jawohl. Auf geht's. Wir können eigentlich noch weiter sammeln. Andererseits, dann fliegen wir die einfach mal ab. Hat eh nichts zu tun. Crew Panic. Ja, schließen wir den zuerst ab. Basher. Ja, wenn jetzt die Drohnen kommen, dann ist es auch schon vorbei. Hayden. Das war der. Na, der wird noch ein letztes Mal das hier machen und danach werde ich den als Sammler verwenden. Okay, die sind angekommen. Das sind billige, das auch. Es gibt viel zu wenig irgendwie besondere Events. Hier passiert einfach zu wenig, finde ich. Jo, dann werde ich hier auch erstmal wieder einen Schnitt machen. Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Wieder die beiden zerstören, dann wird unser Schiffchen fertig, dann kann ich direkt das nächste Schiff produzieren, alles auf Tier 3 aufrüsten quasi, weil davon haben wir auf jeden Fall genug erstmal. Und natürlich die Forschung weiter treiben, um die Schiffe, die ich habe, entsprechend zu verbessern. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Also, bis dann!